Leute. Einen wunderschönen guten Morgen. Standortwechsel. Wir sind jetzt in Kästen. Kästen. So, heute Morgen angekommen. Relativ gut gefüllt, würde ich sagen, der Stellplatz. Ja. Aber Platz an der ersten Reihe gekriegt. Sehr schön hier. Ja. Der Stellplatz ist sehr schön. Auf jeden Fall definitiv schöner als der den dritten. Genau. Was wir bezahlen müssen, wissen wir glaube ich noch nicht. Ne? Die waren noch nicht da. Nee. Aber gut, kommt alles noch. Fähr- und Entsorgung ist alles da. Also, das klären wir später nochmal. Wir sind jetzt erstmal auf dem Weg. Jetzt ist gerade Wetter einigermaßen laufbar. Wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir mal zum Mosel. Wir wollen jetzt zum römischen Sauerbrunnen. Genau, römischer Sauerbrunnen. Der ist ein bisschen im Wald gelegen. Und irgendwo da den Berg hoch. Ja, da seid ihr dabei, ganz klar. So, jetzt gucken wir hier, schön an der Mosel. Ja, herrlich. Herrlich. Jo, wie würden Brigitte und Ernst jetzt sagen, herrlich, herrlich. Jo. Da müssen wir hoch. Ja, es sind ein paar Meter. Ja. Ein bisschen blöd ist das schon, wenn man jetzt hier so eine Straße läuft. Das sind aber eigentlich nur 300 Meter. Ja. Kann man machen. Geht da so. Vorne geht es glaube ich schon rein. Ne? Genau, da geht es dann rechts hoch und dann schön bergauf. Und wie sollte es auch anders sein? Viele, viele Wanderwege. Schiffswanderweg, Kastanienwanderweg, Wanderweg, Wanderweg. Ja, einfach nur herrlich. Oh, da sind wir doch schon. Und mal gucken, was hier so geht. Das soll man ja auch trinken können. Also, das ist kohlensäurehaltiges Sauerbrunnenwasser, kommt aus 15 bis 20 Meter Tiefe. Starker Eisengehalt, färbt die Fassung rostbraun. Erstmals zu Römerzeiten gefasst und dann im 19. Die zweite erfolgte im 19. Jahrhundert. Die jetzige Fassung wurde in den 50er Jahren gebaut. Ein bisschen eisenhaltig. Schmeckt sehr metallisch.
So, oh. Also jetzt sind wir aber wieder ganz schlau. Jetzt haben wir uns richtig schlau gemacht. Ja. Kästen, der Ort Kästen, der Name, kommt von den Edelkastanien, die die Römer hier angebaut haben. Genau. Und die Römer haben auch nicht an großen Flüssen. Die Kelten haben nicht an große Flüsse ihr Lager aufgeschlagen, sondern vielmehr ein bisschen an rein. An Quellen, Bächen und auf Höhen. Und das hier ist wohl die ursprüngliche Siedlung von Kästen. Hier ist die ursprüngliche Ansiedlung von Kästen. Ja. So nämlich. Interessant. Man wird auch schlauer hier. Römischer Sauerbrunnen. Ja. So, und das Wasser aus diesem Sauerbrunnen, das wurde ja verwendet, innere und äußere Anwendung, ne? Ja. Und als Wundbehandlung. Genau, weil es so sauer ist. Oder damals war es wahrscheinlich noch saurer. Kohlensäurehaltig. Ja, ist Mineralwasser, ne? Ja. Ist Mineralwasser, aber nicht gefiltert eben. Aber Mineralwasser aus 15 Meter Tiefe, ist das schon Mineralwasser? Ja, geht durch Mineralien, ne? Denke ich, oder? Ja, Mineralstein. Ja. Karneifel ist ja hier in der Nähe. So, geht weiter? Oder was machen wir jetzt? Das ist der römische Sauerbrunnen. Genau. Mit Kneipp, Becken, Tret, Becken, Kneipp, Becken, Tret. Kneipp, Tret, Becken. So ist es richtig, glaube ich. Ja, es ist ein schöner Ausflug hier. Man ist hier im Wald, ist schön angenehm bei den Temperaturen. Durchaus. Ist zwar ein bisschen anstrengend, ein bisschen hoch, aber es geht. Man kann aber auch mit Auto hier hochfahren. Geht auch. Zu Fuß geht aber auch. Ja. Wir gehen dann mal langsam wieder zurück. Genau. Oder? Ja, würde ich sagen. Bevor es richtig warm wird. Ja. Ne Mäuschen? Dann los. Lass uns juckeln. Oh, Scully, komm mal hoch hier. Komm. Eine richtige Kanalratte ist das. Ein Ruhrpott hoch groß geworden. Stollenhund? Guten Morgen! Moin Moin! So! Ein letztes Mal aus? Aus Kästen. Wir haben jetzt Kästen verlassen und wollten jetzt noch ein paar Worte zu dem Stellplatz sagen. Also der Stellplatz, wie ihr in den Bildern gesehen habt oder noch sehen werdet, hat uns sehr gut gefallen. Mir zumindest. Neu, war spitze. War
schön. Schön aufgeteilt mit Bäumen dazwischen. Vorne die erste Reihe ist mit Kies, die anderen auf Rasen. Und ja, es kommt auch morgens wieder der Brötchenwagen. Wie auf den anderen Stellplätzen auch. Kosten? Er kostet 8 Euro und 2 Euro Strom. Also 10 Euro. Alles zusammen. Entsorgung ist umsonst. Wasser kostet 10 Cent, 1 Liter. Nee, 10 Liter. 10 Liter, Entschuldigung. 10 Cent, 10 Liter. Ja. Was ja, da ist noch ein kleiner Kiosk. Genau, da ist noch ein kleiner Kiosk dabei. Da kann man auch Wein kaufen und ja, so besondere Wurst und. Ja, was war denn das für eine Wurst? Salami. Wildsalami und also eine Wildsau. Wein kann man da auf jeden Fall auch kaufen. Wein kannst du kaufen, Bier kannst du kaufen, ja. Gas kannst du kaufen, auch Alugas. Also ist auf dem Platz jetzt Schuhe alles kannst du kaufen. Es stand jetzt einer da mit dem Schuhanhänger, da konntest du Schuhe kaufen. Und Räucherfisch. Und es stand heute gestern einer mit Räucherfisch. Sehr lecker. Der ist wohl alle 14 Tage mal da, so ungefähr in der Saison. Ja, der Betreiber auch sehr nett. Ja. Und ansonsten, was gibt es sonst noch zu sagen? Sehr ruhig, also man hört die Straße, die obere Straße gar nicht. Keine sanitären Anlagen, aber ich denke, das ist, glaube ich, klar, ne? Ja. Boah, ich eier hier rum mit der Karte. Mit der Kamera. Die ist schwer, wenn ich die so halte. Da ist die andere schöner beim Fahren. Ja, ansonsten sagen wir, war es das auch, glaube ich. Ja, ne? Das war's dann. Aber wie gesagt, ein sehr schöner Platz, wo wir, wenn wir hier sind, definitiv nochmal hinfahren werden. Ne? Also. Ja, unbedingt. Also war wirklich gut. Genau. So, wir fahren jetzt nochmal nach. Wir fahren jetzt nach Pünderich. Da ist auch so ein kleinerer Stellplatz. Der hat nicht viel Plätze. Achso, die Anzahl der Plätze von. Achso, circa 100 Plätze hat der. Genau. Park for Night sagt 99. Also um die 100, ne? Genau. Ja, und jetzt fahren wir nach Pünderich. 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 Und gucken uns den mal an. Ja. Wenn wir auf dem Weg was Nettes finden, alter Wackeldackel. Dann, Entschuldigung, dann machen wir die Kamera nochmal an. Alles klar, komm. Ciao.